Willkommen zurück zur nächsten Folge unserer FIFA 23 Manchester United Karriere. Heute geht es rein in eine spektakuläre Folge, denn ja, wir haben absolute Megaspiele vor der Brust. Zunächst haben wir hier heute den FA Cup gegen Liverpool. Es ist das Viertelfinale, wenn ich mich nicht irre. Gucken wir mal schnell drauf. Genau so sieht es aus. Im Parallelspiel haben wir Arsenal gegen Chelsea, also ein London Derby. Sehr interessant. Und dann werden wir heute nicht nur im FA Cup gegen Liverpool spielen, sondern nachdem wir in der Euroleague im Rückspiel gegen AC Milan gespielt haben werden, werden wir auch in der Liga nochmal gegen den LFC ran müssen. Also heute wirklich drei absolute Top-Spiele. Liverpool, Milan, wieder Liverpool. Ich bin heiß drauf. Wenn euch das Ganze auch gefallen sollte, könnt ihr gerne mit einem Daumen nach oben mich supporten und ein Abo dalassen, wenn ihr nichts mehr verpassen wollt. Alle zwei Tage kommt er jetzt. Die Manchester United-Karriere genauso wie die BVB-Karriere, bis es dann in eine neue dritte Karriere geht. Das ist die Mannschaft: De Gea, Dalot, Giallo, Martinez, Malacia, Casemiro, Fernandes, Eriksen, Anthony, Garnacho und Isak vorne drin. Bei Liverpool tatsächlich sogar etwas mehr Rotation. TAA sehen wir zum Beispiel mal, dass der auf der Bank sitzt. Und ja, da haben sie Alisson, Getreuder, Phillips, Van Dijk, Balde, Guendouzi, Elliott, Bellingham, Salah, Jota und Gakpo. Also, das ist eine gute Mannschaft, aber auch die Reds haben etwas rotiert, wir genauso, denn wie gesagt, in wenigen Tagen geht es dann rein in die Euroleague gegen Milan und dann wieder ins Duell gegen Liverpool und das kann vorentscheidend sein in Sachen Meisterschaft. Wenn wir das Ding gewinnen, sind wir auf einem sehr guten Weg, wieder mal nach 2013 den Titel zu holen. Wenn wir es verlieren, dann ist Liverpool wieder voll dran. Auch heute wird natürlich wieder auf Ultimativ gespielt. Es wird sich wahrscheinlich heute auch durch die ganze Folge durchziehen. Denn, ja, wie gesagt, drei solche absoluten Top-Gegner. Während Van Dijk hier den ersten Fehler hat. Da ist die Hand auch direkt oben beim Kapitän. Aber das ist natürlich eine Riesenchance. Eriksen kann die aber nicht nutzen. Die Ecke gleich im Anschluss. Martinez kommt da nicht so ganz ran. Und Jude Bellingham, erster Abschluss vom LFC. Malacia kann klären. Ja, es ist bis jetzt noch nicht hier so die große Offenbarung von uns. Liverpool mit Gakpo jetzt mal ganz gefährlich im 16er zurückgelegt. Und dann in letzter Not ist da zum Glück noch De Gea auf der Hut und kann klären. Aber bis jetzt, was wir so mit dem Ball anfangen, hat irgendwie noch nicht so Hand und Fuß. Oh, das ist gut gemacht. Garnacho. Und das war jetzt mal die erste herausgespielte Chance. Garnacho da ein bisschen überrascht und ich auch, dass er den Ball überhaupt noch bekommt. Dann ist der Abschluss leider knapp vorbei. Oh, stark gespielt. Jetzt nochmal hier kurz vor der Pause von Liverpool. Ja, aber dann kriegen sie es auch nicht finalisiert. Wieder im 16er. Ja, es sind Einzelaktionen bis jetzt, die mal für Gefahr sorgen. So, die beiden Teams in Sachen Kombination noch nicht so richtig gefährlich. Da hat man sich, glaube ich, was anderes erwartet. Jetzt Isak nochmal, aber Phillips hat auch irgendwie keine Probleme mit. Ja, 0-0 zur Pause. Ja, was fängt man mit dem ersten Durchgang an? Irgendwie nicht so viel. Vorne ging wenig, hinten größtenteils gut gestanden. Wie gesagt, Einzelaktionen gab es immer wieder, die dann doch mal für Gefahr sorgten. Aber ja, beide Mannschaften jetzt hier noch nicht gerade mit Bestleistung. Da erhoffen wir uns für das Duell in der Premier League schon etwas mehr, ja, Dynamik von beiden Teams. Bellingham jetzt aber richtig gut gemacht, aber abseits, Ball zwar am Tor, aber Jota. Ah, Liverpool hat jetzt auch gleich gewechselt. Jota ging direkt danach runter und Diaz ist neu in der Partie. Unnötiges Foul jetzt von Eriksen, weil eigentlich danach direkt ein Fehlpass und Guendouzi gespielt wurde. Gelbe Karte, schon die zweite für uns. Malacia hat auch schon in Halbzeit 1 eine gesehen. Ja, bitter, aber gut. Was willst du machen? Gakpo legt sich den Ball hin für den Freistoß. Nächste Gelegenheit somit für Liverpool hier in Führung zu gehen. Aber der ist kein Problem für De Gea. Ja, da seht ihr es. Nächstes Spiel für Liverpool. Wir haben ja noch eins dazwischen. Aber dann geht es schon wieder in dieses Duell. Allerdings dann an der Anfield Road. Oh, jetzt aber ein bisschen Pech bei einer Aktion. Und dann, ja, Liverpool wird besser. Die werden warm. Klopp wechselt ein zweites Mal Fabinho für Elliott. Der hat mir eigentlich gut gefallen. Die neue Nummer 7 bei den Reds. Und das ist abseits. Ja, das war nicht so gut. Aber ihr seht, die Schüsse aufs Tor 1-5 mittlerweile.
Anthony, Dalo, jetzt mal hinter der Kette, zurückgelegt für Isak und der Verteidiger noch im Weg, aber ich glaube, auch Alisson hätte damit kein Problem gehabt. Casemiro da jetzt liegen? Das ist ja scheiße. Währenddessen die Kontergelegenheit, jetzt fehlt uns natürlich unser Sechser, aber Liverpool spielt das nicht gut aus. Jetzt frage ich mich nur, was mit Casemiro los ist. Ball geht nicht ins Aus, der steht erstmal wieder. Ah, fehlt aber auch hier wieder hinten. Diallo macht das wieder einmal gut. Ah, für Casemiro geht es nicht weiter. Zieht jetzt hier auch noch die Foul. Das Foul kriegt die gelbe Karte. Nimmt er mit, weil ich glaube, er weiß, der muss sowieso runter. Gibt dann auch den Doppelwechsel. Isak verlässt auch noch die Partie. Landsmann Elanga kommt vorne rein. Und ja, wie gesagt, auch ein Landsmann kommt für Casemiro, nämlich Vini Sousa. Garnacho gegen zwei durch. Immer noch der Argentinier und da wartet Bruno Fernandes und Manchester United führt. So ein bisschen aus dem Nichts. Ja, Liverpool, die hatten ihre gute Phase, dann haben sie sich aber nicht belohnt und jetzt sind wir wieder da und machen das Ding hier. Ha, schön, schön. Stark gemacht von Garnacho, richtig gut. Der erste zwei, gegen zwei durchgesetzt und dann die Ruhe bewahrt, geguckt und der Kapitän läuft ein. Bruno Fernandes dann mit dem Tor aus kurzer Distanz, wird er auch ein bisschen sehr doll vergessen, der Portugiese. Und wir führen gegen Liverpool im FA Cup. Oh, De Gea, uiuiuiui. Ja, da wurde mal ein bisschen nervös, unser spanischer Torhüter. Liverpool wird nervös und die müssen natürlich hinten jetzt auch ein bisschen mehr Risiko eingehen. Das merkt man direkt. Wir lassen sie aber jetzt hier auch kommen. Da haben sie die nächste Gelegenheit. Guendouzi, Ball raus auf Mo Salah. Ne, Diaz ist das. Diaz kann ihn reinflanken und kriegt erstmal den Freistoß. Bei uns die letzten drei Wechsel. Wanderson, Salisu und Mason kommen rein für Dalo, für Malasia und für Eriksen, um jetzt hier das Ergebnis abzusichern. Jetzt der Freistoß, getreten von Gakpo, der kommt gefährlich. Boah, schön gemacht von Anthony und Bruno kann laufen. Kann laufen, kommt er an Van Dijk vorbei, immer noch Bruno Fernandes, macht das gut, findet aber nicht die Lücke für den Abschluss oder den richtigen Moment. Mason geht durch, der ist drin, 2-0. Charles Mason mit seiner ersten Aktion. Ja, Glück dabei, aber am Ende ist es auch Können. Am Ende ist es eine Mischung aus beidem. Ja, kriegt hier den Ball von Bruno, der den Moment für den Abschluss verpasst hat. Dann hat er hier schon Glück und hat hier nochmal Glück, wenn wir ehrlich sind, dass der Ball ja gegen die Wade von Alisson kommt und dann, oder eher gegen den Unterschenkel und dann ja von dort aus ins Tor. Ich hoffe aber, es gibt das Tor für Charles Mason. Jawohl, das Tor zählt für den jungen Engländer, der zuletzt ja auch nicht mehr die allerbeste Phase hatte. Immer wieder mal nur auf der Bank, nachdem er zum Saisonstart ja Stammspieler war. Ja, weil Sabitzer und Eriksen das auch ganz ordentlich gemacht haben, aber hier jetzt mal wieder kann er sich belohnen und Liverpool macht natürlich jetzt komplett auf und da probiert er es gleich nochmal. Oh, Salisu, das war jetzt nicht so elegant von ihm. Riedle Baku mittlerweile eingewechselt, nochmal mit der Gelegenheit hier zu verkürzen. Aber auch da macht Liverpool jetzt nicht mehr so richtig was draus. Oder doch, Bellingham. 4 Minuten Nachspielzeit. Uiuiui, gut, dass der nicht drin war. Aber es gibt gleich noch eine Chance. Oh, okay, kein Foul, sagt der Schiri. Hätte ich anders gesehen. Lisandro Martinez kriegt das Ganze bereinigt. Und jetzt ist dann auch nur noch 1 Minute auf der Uhr. Wanderson nochmal für Elanga, der noch gar nicht am Ball war, aber jetzt hier mal vorbeikommt. An Van Dijk legt den quer, 3-0, Manchester United im Halbfinale im FA Cup nach einem, ja, überraschend starken und vor allem effektiven zweiten Durchgang. Zur Wahrheit gehört natürlich auch dazu, dass Liverpool in dieser Phase da kurz nach Wiederanpfiff zum Beginn von Durchgang 2 einfach das Tor machen muss, haben sie nicht geschafft und dann waren wir, ja, dank Garnacho plötzlich vorne ganz stark und haben am Ende den Sack dann auch zugemacht. Mit uns im Halbfinale sind Bournemouth, Chelsea und Spurs. Chelsea, unser absoluter Angstgegner, das wäre ja nicht so gut, wenn wir auf die treffen.
Für uns geht es gleich weiter in den nächsten Cup-Wettbewerb und es geht um Charles Mason, der mit 3 Toren aus den letzten 3 Spielen sehr gut drauf ist. Wir empfangen zu Hause den AC Milan aus Italien und nach dem 5:2 Auswärtserfolg dürfte das heute doch eigentlich nur noch Formsache sein. Dann gucken wir auf die heutige Startaufstellung von uns mit Rea am Tor, Wanderson, Varane, Salisu, Shaw, Sousa, der den verletzten Casemiro setzen muss, Fernandes und Mason, Sancho, Rashford und Elanga startet vorne im Sturm. Casemiro 5 Tage raus mit einer Ellenbogenverletzung, könnte uns theoretisch im Rückspiel gegen Liverpool schon wieder zur Verfügung stehen, müssen wir mal gucken. Ich plane aber eher mit Vini Sousa, der das zuletzt ja auch gut gemacht hat. Dzeko ist auch zurück heute im Kader, der hatte sich ja in der letzten Folge für 5 Tage verletzt. Mal gucken, ob es für den Bosnier heute hier noch einen Joker-Einsatz geben wird. Noch schnell das Teamfoto und dann gucken wir auf die Mannschaft von AC Milan, die wieder ohne Neymar startet, wenn ich es richtig sehe. Der kam ja im Hinspiel rein. Kovacic, dafür war der im Hinspiel auch schon in der Startelf. Ich glaube nicht, kann ich mich nicht dran erinnern. Der Mann hat dann jetzt hier auch einfach für beide Milan-Clubs gespielt. Mateo Kovacic, ja, sieht nach einer sehr, sehr guten Mannschaft aus, die du erstmal schlagen musst. Im Hinspiel hat, glaube ich, Hernandez rechts gespielt und den hier links. Heute scheint sie es wieder umzudrehen. Und dann gehen wir rein. Auch das hier wieder auf Ultimativ natürlich. Wir wollen hier nichts anbrennen lassen und am besten nochmal ein paar Tore erzielen. Was zur Gelegenheit. Gehört dann gleich aber den Gästen. Salisu macht das aber super gegen Embolo. Ja, der Pass war da ein bisschen unnötig. Mason für Marcus Rashford, der gegen Liverpool ja 90 Minuten auf der Bank saß und geschont werden konnte. Das ist auf jeden Fall immer eine schöne Geschichte. Und in der Liga soll er dann natürlich gegen Liverpool wieder starten. Ja, die ersten Minuten der Partie gehören schon Milan. Aber bis jetzt sind sie noch nicht ganz durchgekommen. Das ändert sich jetzt. Ah, kein guter Start. Absolut kein guter Start. Leao mit dem frühen Treffer. Greedy noch hinterher. Nur noch 2 Tore Vorsprung. Ganz schlecht sortiert gewesen. Es entstand nach einem Konter, wo Wanderson irgendwie seine Seite überhaupt nicht gehalten hatte. Ja, und dann kommen wir im 16er nicht in die Zweikämpfe. Leao macht das gut und schießt hier Milan in Führung. Und gleich die nächste gute Gelegenheit für die Italiener. Das gefällt mir überhaupt nicht, wie wir bis jetzt hier loslegen. Embolo geht jetzt runter? Okay, es lief gerade eigentlich richtig gut für sie. Hat er sich verletzt bei irgendwas? Also wenn da jetzt nicht Verletzung steht, nö, steht nicht zu einer Verletzung. Das wundert mich ja mal komplett krass. Hä, wieso nehmen die den runter? Der war übel gut in der Partie. Hat für viele Chancen gesorgt und für viel Unruhe bei unseren Innenverteidigern. Sehr, sehr verwunderlich. De Ketelare kommt rein, wie schon im Hinspiel. Früher Wechsel bei Milan, nur dieses Mal führen sie. Mason, Marcus Rashford, Rashford, Elanga. Na, nicht so wirklich das Wahre jetzt hier in Durchgang 1 von uns. Also vorne ging gar nichts. Ja, wir ruhen uns ein bisschen zu sehr auf dieser jetzt nur noch 2 Tore Führung aus. Das muss besser werden in Durchgang 2. Ohne Torschuss und eigentlich auch ohne Torchance haben wir Durchgang 1 beendet. Ja, fühlt sich nicht so richtig gut an, um ehrlich zu sein. Klar, sieht immer noch ergebnistechnisch sehr gut aus. Wanderson jetzt vorne mal am Start, wartet auf den Mitspieler. Der kommt aber zu spät. Rashford, Malasia, Shaw spielt ja heute wieder Marcus Rashford. Erster Abschluss. Und der ist gleich richtig gefährlich. 2x Pfosten. Maignan beim zweiten Ball sogar noch leicht mit dran. Der Heber danach von Sancho wird nicht mehr gefährlich. Boah, starker Ball. Leao. Jetzt mal wieder Milan. Und das ist gut gemacht. Salisu steht aber goldrichtig, verhindert dadurch das 2:0. Und dann wird sie halt nochmal richtig spannend. Adli, wieder Salisu. Zweiter Abschluss und Glanztat. Was? Nee, jetzt aber kein Elfmeter, oder? Das war für irgendwas anderes, oder? Also ich habe nichts gesehen, was jetzt hier einen Elfmeter geben könnte. Nee, das ist ganz woanders. Adli geht dann jetzt auch runter. Tonali kommt rein. Ich glaube, der hat im Hinspiel in der Startelf gestanden anstelle von Kovacic. Nachfolgende Ecke.
kommt rein und kommt gefährlich wieder daher. Wir schonen etwas für den Ligabetrieb. Jaco kommt rein auf die Stürmerposition für Elanga. Bruno geht runter, Sabitzer kommt rein und auch Rashford macht Platz für Anthony. Sancho geht auf die linke Seite. Oh, auch gleich mal mit einer Flanke, die richtig gut ist für Jaco. Maignan im Tor hält aber die Null bei Milan. Die Ecke von Mason für Varane und wieder Jaco mit der Chance oder Anthony. Nein, der Ball will nicht ins Tor. Nochmal zwei Wechsel, Ex-Milan-Leihspieler Dalot kommt rein und auch Lisandro Martinez kriegt die Binde von Varane überreicht, denn Varane geht runter, genauso wie Luke Shaw. Ja, und Milan macht jetzt natürlich hinten auf, da müssen wir es eigentlich nur noch halbwegs gut ausspielen. Ja, schade, abseits, aber gut gemacht. Ja, mittlerweile laufen die letzten 5 Minuten dieser Partie. Milan, ja, schon über weite Stellen natürlich die bessere Mannschaft, auch wenn jetzt in Durchgang 2 dann doch nicht mehr allzu viel von ihm kam. Und jetzt haben wir hier nochmal eine riesen Kontergelegenheit über Anthony, dann hier auch noch den Ausgleich zu erzielen. Oh Gott, Anthony. Naja, gut. Wird wohl nichts mit dem Ausgleich, aber eine Runde weiter sind wir dennoch. Mason nochmal, Mason für Jaco. Maignan ist davor, wir verlieren 0:1 gegen AC Milan, allerdings auch ja, mit einer ganz ordentlich rotierten Mannschaft und sind dennoch eine Runde weiter in der Euroleague und das ist ja das, was am Ende wirklich zählt und können uns dann jetzt voll auf die Premier League wieder konzentrieren. Das war die letzte Aktion. Der Jubel bei den Fans ist dennoch berechtigt, denn ja, die zweite Halbzeit war echt okay von uns, das muss man schon so sagen. Und jetzt heißt es wieder voller Fokus auf die Premier League. Es geht erneut gegen den LFC, gegen Liverpool und dieses Mal in Anfield. Ganz schneller Blick noch auf die Viertelfinal-Auslosung in der Euroleague. Wir werden gezogen und treffen auf die Roma. Sehr, sehr interessantes Los. Es geht also wieder gegen eine italienische Mannschaft. Und dann auch nochmal der Blick auf die Tabelle vor dem Duell gegen Liverpool. Wir sind Erster, sie sind Dritter. Sie sind ganze 11 Punkte hinter uns, können aber bei einem Sieg ja wieder vielleicht ein bisschen ins Meisterschaftsrennen noch eingreifen und vor allem könnten die Spurs dann bis auf 5 Punkte an uns ranrücken. Es ist angerichtet für das Duell, für das Derby aller Derbys im englischen Fußball. Liverpool, Anfield empfängt Manchester United, You Never Walk Alone im Hintergrund und hier sind wir im Spielertunnel mit dabei. Ihr kennt die Situation, wir haben eben nochmal auf die Tabelle geguckt. Liverpool braucht hier einen Sieg, um noch die Minimalchance auf den Titel zu wahren. Ansonsten ja, haben wir sie ja auch deutlich aus dem FA Cup rausgehauen. Im Carabao Cup hatte uns Liverpool besiegt. Ich weiß gar nicht, ob sie den noch gewonnen haben. Können wir uns zum Ende der Saison dann auf jeden Fall nochmal angucken. Und hier und heute ist natürlich klar, auf Ultimativ wird das wieder eine harte, harte Nummer. Wir kennen den Gegner, aber der Gegner heute auch natürlich wieder mit einer etwas anderen Mannschaft als im FA Cup. Da wurde ja dann doch etwas rotiert. Und damit würde ich sagen, blicken wir gleich rauf auf die Mannschaften. Sehen wir schon Alisson, Van Dijk und Co. Es wird ein Spitzenspiel, da bin ich mir sicher. Und damit gucken wir rauf auf die Mannschaft von Jürgen Klopp mit Alisson im Tor. Viererkette davor, TAA, Van Dijk, Gerd Reuter heute Innenverteidiger und Baldé Linksverteidiger. Jude Bellingham, Guendouzi und Henderson, also wieder kein Verbindung in der Startelf. Von vorne die gleichen Jungs wie aus dem FA Cup mit Salah, Jota und Cody Gakpo. Ich bin bereit und gucken dann jetzt noch schnell auf unsere Mannschaft mit De Gea im Kasten, Viererkette davor, ohne Überraschungen, Dalot, Varane, Martinez und Malasia, auch wenn Jalot zuletzt gut gespielt hat, entscheide ich mich doch für die, ja, etwas mehr eingespielte Variante im Mittelfeld. Haben wir dann heute Casemiro, der rechtzeitig fit wurde, Fernandes und Sabitzer, Sancho, Rashford und Isak in der Offensive, Anthony heute dann nur auf der Bank. Aber ja, auch mit Sancho haben wir natürlich eine sehr, sehr gute Alternative da auf dem Flügel. Also ich bin gespannt und guter Dinge, dass wir hier heute einen großen Schritt in Richtung Meisterschaft machen können. Und damit geht es rein, wie gesagt, ultimativ auch diese Partie wieder. Wir haben es im Old Trafford gezeigt, dass wir ja nicht unbedingt gut spielen müssen, um Liverpool zu schlagen. Heute in Anfield brauchen wir wahrscheinlich dann doch eher schon ein gutes Spiel, wenn du die Jungs von Jürgen Klopp besiegen willst. Malasia, gleich der erste Steckpass von Marcus Rashford. Rashford aber dann leicht gestoppt von Van Dijk.
Wir spielen sehr abwartend. Jetzt mal der Ball in die Spitze und das ist gleich das 1-0. Isak ist da, Vorlage von Jaden und die 1-0-Führung für den Tabellenführer. Wir haben es ganz ruhig um den 16er herumgespielt, haben auf die Lücke gewartet, dann ist sie dort entstanden. Und was Isak dann daraus macht, ist auch wirklich brillant. Ball und An- und Mitnahme schon richtig gut und dann der Abschluss mit links. Einfach nur hammerstark. Überrascht, glaube ich, auch so ein bisschen Alisson und Van Dijk damit, dass er mit links schießt. Aber das war einfach nur perfekt. So startet man doch sehr, sehr gerne rein in so ein Spitzenspiel. So, gut so. Malasia in der Mitte wartet Bruno Fernandes. Auch das ist stark gemacht. Aber auch eine gute Parade von Alisson im Tor von Liverpool. Die Ecke ein bisschen zu kurz geraten. Gibt es vielleicht die erste Kontergelegenheit? Nein, auch das noch nicht für Liverpool. Boah, starker Ball Richtung Mo Salah. Die erste Chance für Liverpool ist auch das erste Tor von Liverpool. Mo Salah macht es richtig, richtig starker Pass. War es Jude Bellingham oder war es Gakpo? Der Meister geht, ja, nicht in Führung, aber er zieht den Ausgleich. Puh, das war stark. Wer hat den Pass gespielt? Boah, es war Balde, oder? War es Balde? Nee, Hendo war es, der Capitano. Der Routinier mit diesem bildschönen Ball. Malasia ist zu weit weg und Salah eiskalt. 16. Saisontor, damit eins weniger als Isak, aber auch Mo Salah in dieser Spielzeit wieder richtig stark unterwegs. Das muss man schon gesagt haben und der Mann ist ja gar nicht mal mehr der Allerjüngste. Guendouzi 2-0. 2-1. Was war das denn? Wir kriegen die Ecke nicht geklärt. Und Guendouzi steht da einfach und steht da und steht da und steht da und keiner kommt hin. Keiner geht hin. Guckt euch das an. Zweiter Ball nach einer Ecke. Getreuer probiert einen Fallrückzieher und dann, ja, hat er da keine Ahnung wie viel Platz. Was ist das denn? Der Franzose völlig frei. Keiner ist da. Keiner blockt den Schuss und das ist das 2-1. Liverpool dreht das Spiel innerhalb weniger Minuten. Liverpool macht weiter, Liverpool macht weiter, Leute. Wir sind gerade überhaupt nicht mehr da, also defensiv stehen wir gerade richtig kacke. Und ja, auch die beiden Gegentore waren ja wirklich, irgendjemand hat da definitiv einen Fehler gemacht, weil beide Male hat ein Spieler super viel Platz. Jetzt Marcus Rashford wieder auf der anderen Seite und der Ausgleich, vorne läuft's noch. Rashford wieder durch die Hosenträger, ja. Mason im Pokal schon durch die Hosenträger von Alisson. Jetzt ist es Rashford, der das macht mit viel Tempo. Da kann TAA einfach nicht mithalten, ja. Das ist heute ein klares Mismatch da auf der Seite. Okay, es war doch nicht durch die Hosenträger, aber trotzdem gut gemacht von Rashford. Sich den Torwart ausgeguckt und Alisson muss auch zum zweiten Mal hinter sich greifen. Und auch Saisontor Nummer 17 für Marcus Rashford damit. Er und Isak, wie schon vor dem Spieltag, wieder, ja, gleich stark. Gleich stark ist auch wirklich das, was es einfach nur trifft, weil 17 Tore ist einfach großartig. Und wieder Guendouzi, Riesentat von De Gea. Jungs, das geht so nicht, ja, da müssen wir besser davor sein. Kann doch nicht sein, dass der Ex-Arsenal-Spieler hier heute so aufspielt und erst ein Tor macht und dann jetzt hier nochmal eine Riesenchance hat und schon wieder da ist. Jadon Sancho lässt TAA stehen und auf der anderen Seite ist Malasia. Volles Risiko, ein bisschen zu viel Risiko. Letzte Minuten von Durchgang 1 laufe und das ist jetzt nochmal der Fehler von Guendouzi. Casemiro zu hektisch, lässt da den Ball leichtfertig wieder in die Reihen von Liverpool zurück. Ja, und damit steht es 2-2 zur Pause. Wir haben hier heute das Topspiel gesehen in den ersten 45 Minuten, was wir wollten. Und beide Mannschaften wollen jetzt in Durchgang 2 natürlich das Spiel noch für sich entscheiden. Durchgang 2 geht los, keine Wechsel auf beiden Seiten. Beide Mannschaften werden natürlich jetzt nochmal alles reinhauen, um dieses Spiel zu gewinnen. Und den Anfang macht Gakpo nach Flanke von Salah nach wenigen Sekunden hier direkt und De Gea wieder einmal zu einer absoluten Glanztat gezwungen und unser spanischer Torhüter ist wieder da, Ecke, auch da müssen wir aufpassen, haben wir schon ein Gegentor hier heute kassiert, das soll auch bitte bei diesem einen Gegentor bleiben. Salah, wo steht sich irgendwie durch, Gakpo aus der Distanz. Also den besseren Start erwischt Liverpool hier in den ersten 5 Minuten. Noch eine Ecke hinterher. Mo Salah und Gakpo werden es wieder
kurz ausführen, wie es aussieht, und dann versuchen, in den 16er rein zu flanken oder reinzukommen. Diesmal die Flanke wieder Guendouzi in guter Position. Varane erahnt diesen Pass und jetzt gibt es die Kontergelegenheit über Jadon Sancho. Die verpufft aber schneller, als sie überhaupt da war. Und Jota und De Gea. Mann, ist der gut. Hallo, jetzt können wir uns mal ein bisschen hinten befreien. Das ist ein geiler Ball für Isak. 3:2, erste Chance im Durchgang 2 und Isak mit dem Doppelpack. Stark, stark gespielt. Das erste Mal, dass wir uns befreien konnten über Sancho, der dann den Steilpass auf Dalot schickt, der zum Landsmann zu Bruno und der steckt durch auf Isak. Der macht das wieder richtig stark und erzielt sein zweites Tor am heutigen Tag und Saisontor Nummer 18 in der Premier League. Oh, Jota, wieder die Chance zur direkten Antwort. Varane ist noch beim Querpass auf Gakpo dazwischen. Rashford, der Ball kommt durch zu Isak. Isak, oh. Gertreuder, auch der Innenverteidiger von Liverpool, kann Querpässe abfangen. Jetzt die Riesenkontergelegenheit. 3:1. Oh, stark von Varane. Mann, bin ich glücklich, dass wir mit dem Franzosen den Vertrag nochmal verlängert haben. Jetzt kommt Trent, der schaltet sich jetzt auch immer mehr nach vorne ein. Wow, das ist eine gute Idee, gerade lob ich Varane noch. Und dann so ein Blackout, aber Bellingham kann das nicht ausnutzen. Stattdessen geht es jetzt gleich wieder in die andere Richtung. Jetzt ist es ein richtiges Premier League Topspiel, es geht dauerhaft hin und her. Salah mit Platz und Gakpo scheitert wieder einmal an der Reha. Erster Wechsel in der Offensive, Doppeltorschütze geht runter, Garnacho kommt rein, Rashford geht auf die zentrale Position. Wir wollen jetzt natürlich die Kontergelegenheiten ausnutzen, die sich ergeben, da Liverpool natürlich mehr Risiko eingehen muss. Jude Bellingham mit viel Platz, wieder der Reha. Boah, stark gespielt von Liverpool, sie kriegen es aber nicht zu Ende gespielt. Nächster Wechsel bei Klopp, Henderson runter, Skriniar rein, Innenverteidiger für Achter, okay, ist interessant. Und das ist die nächste Ecke, die wird auch interessant, denn Gertreuder hat Platz, ist das gut gemacht. Und da ist Jude Bellingham, Ausgleich, zweites Gegentor nach einer Ecke. Ja, das war dann leider richtig stark und schlau kombiniert von Liverpool. Wir wechseln dreifach, Anthony Giallo und Eriksen kommt für Sabitzer, Varane und Sancho in die Partie. Malasia, Garnacho und wieder Malasia. Malasia hat Platz, findet Rashford. Das ist doch unglaublich, dieses Spiel. Und direkt gehen wir wieder in Führung. 4:3. Gerade noch der Ausgleich. Und in der nächsten Aktion vom Anschluss weg kommen wir zurück, Malasia mit der Vorarbeit, Rashford spitzelt ihn rein, auch er mit dem Doppelpack, auch er mit Saisontor Nummer 18, auch er einfach nur stark. Aber auch, dass noch eine Antwort von Liverpool kommen kann, ist nicht unwahrscheinlich. Giallo klärt mehr oder weniger zur Ecke, Jota geht runter, dafür kommt Diaz wieder rein, auch der Ball kommt nochmal gefährlich, auch wieder den zweiten Ball können wir nicht richtig klären, auch das spielen sie wieder gut, was eine Pranke von daher. Die letzten Minuten laufen, auch Rashford geht nochmal runter, Vinicius kommt rein, Defensivwechsel, um das Ergebnis jetzt hier irgendwie über die Zeit zu bringen. Guendouzi hat sich noch irgendwie leicht angeschlagen und das ist jetzt wieder die Chance nach der Ecke, die kriegen wir wirklich überhaupt nicht verteidigt heute. Diaz kommt nicht zum Abschluss, Salah mit diesem Pass, es ist abseits. Es ist abseits, ganz ruhig, es ist abseits von Cody Gakpo. Aber was ein Pass von Salah, das war richtig, richtig stark. Da haben wir Glück und ich bin gespannt, wie knapp das war. Und es war richtig, richtig eng. Aber so haben wir dann nochmal die Chance, jetzt hier im Ballbesitz das Ganze vielleicht selbst runterzuspielen. Das ist aber direkt der Fehlpass und das gibt dann wieder die Chance für den LFC. Bellinghams Pass kommt nicht an und das ist wieder ein Ballverlust. 4 Minuten gibt es obendrauf, verständlich bei 7 Toren in einem Spiel. Und ja, auch allein wieder 3 in der zweiten Halbzeit, jetzt bloß kein viertes mehr. Darauf kann ich nun wirklich verzichten. Martinez wirft sich rein, es gibt nochmal Freistoß. Vielleicht das Ganze schon die letzte Aktion in dieser Partie. Gakpo legt sich den Ball hin und wird ihn dann jetzt gleich reinschlagen. Cody Gakpo,
Nochmal ein Standardtor für Liverpool. Ja oder nein, der Ball zu Guendouzi und jetzt Jalot, der einfach den Ball raushaut. Kann Antony ihn festmachen? Antony kann ihn festmachen. Antony, jetzt vielleicht doch noch die Chance auf ein viertes Tor. Im zweiten Durchgang, der Ball ist eigentlich zu lang. Alisson ist da, aber direkt danach ist Schluss. Manchester United gewinnt in Anfield gegen Liverpool in einer packenden Partie. 3:4 geht dieses Topspiel am Ende aus. Damit ist klar, Liverpool und die Meisterschaft, das Thema ist durch und United ist auf bestem Wege, zum ersten Mal seit 2013 wieder Meister zu werden. Ja, Jungs, und damit sind wir dann auch durch für diese Folge. Sehr erfolgreich wieder. Die Spurs nach wie vor 8 Punkte hinter uns und das Ganze 9 Spiele vor dem Ende. Also, es sieht gut aus. Es sieht machbar aus. Wir können die Meisterschaft wirklich holen. Und in der nächsten Folge geht es dann weiter. Wir werden in der nächsten Folge wieder 3 Spiele selbst spielen, weil das mit der Euroleague halt sonst nicht so geil ist. Ich will nicht in einer Folge zweimal unbedingt gegen den gleichen Gegner spielen, wenn es nicht sein muss. Heute musste es sein mit Liverpool, weil das war auch nicht so richtig zu planen. Und ich würde doch gerne gegen die Roma auch beide Spiele spielen, weil ich finde, das ist ein cooles Duell gegen José Mourinho, Ex-United-Trainer. Das muss man schon mitnehmen. In der übernächsten Folge dann auch Pokalfinale und ja, mal gucken, vielleicht dann in 3 Folgen das große Finale in der Premier League. Aber aktuell sieht es ja wirklich richtig, richtig gut aus, dass wir den Titel holen können. Wir können auch mal schnell hier auf die Top-Torschützen gucken. Mit Rashford und Isak sind wir da ganz vorne dabei. Und jetzt kommen wir noch zu ein paar Transfervorschlägen von euch. Weitere Alternative im Sturm wurde vorgeschlagen mit Mohamed Ali Chow. Der ist auch schon bei uns auf der Liste. Dann wurde Johan Bakayoko vorgeschlagen. Hat er jetzt auch seine ersten Länderspiele für Belgien gemacht. Ein hochtalentierter Mann. Reece Oxford als Backup-Innenverteidiger. Vielleicht gar nicht so uninteressant. Weiterer Backup-Spieler mit Mvogo, der Ex-Leipzig-Torhüter. Christian Romero, der hier mittlerweile bei Juve spielt, wäre natürlich sehr interessant. Dann hätten wir einfach die argentinische Innenverteidigung. Und ein Mann, den wir gut aus unserer Spielerkarriere noch kennen, Thiago Almeida, auch ein interessanter Mann, der spielerisch relativ ähnlich zu Bruno ist. Ja, und damit sind wir eigentlich durch, weil viel mehr gibt es nicht zu bereden. Die nächsten Folgen werden nochmal richtig, richtig spannend, jetzt alle 2 Tage. Also das ist dann auch ganz cool, glaube ich, für euch. Und ja, wenn es euch gefallen hat bis hierhin, dann lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da, wenn euch das Projekt auch in Zukunft, wenn ihr es verfolgen wollt, dann lasst gerne auch noch ein kostenloses Abo da und dann sehen wir uns morgen wieder bei der nächsten Folge der BVB-Karriere oder spätestens in 2 Tagen bei der nächsten Folge der United-Karriere. Bis dahin, macht es gut und ciao.